Hi Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge von My Team Modus. Von My Team Modus. Wir sind am ersten Rennen jetzt von Australien und wir spielen jetzt erstmal das Training. Ach nee, erstmal gibt's eine Story. Interview. Und los geht's in 5, 4, 3. Hallo zusammen und Grüße aus dem Hauptquartier des neuesten Teams in der Formel 1. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der möglicherweise aufsehenerregendsten Teilnahme in der Formel 1 seit vielen Jahren. In den letzten 10 Jahren gab es immer wieder viele neue Teams in der Formel 1, darunter Manor, Caterham, HRT und natürlich Haas. Einige davon waren erfolgreich, einige sind mit anderen Teams verschmolzen und manche sind komplett verschwunden. Was allerdings diesen Rennstall von den anderen unterscheidet, ist, dass der Besitzer auch selbst der Fahrer ist. Das gab es in der Geschichte der Formel 1 zwar schon öfter, Sir Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill und Bruce McLaren saßen alle am Lenkrad ihrer eigenen Wagen, aber heutzutage ist so etwas wirklich extrem selten. Und eine weitere Besonderheit ist, dass nicht nur das Team zum ersten Mal in der Formel 1 an den Start geht, sondern auch sein Fahrer und Besitzer. Egal, was in dieser Saison passiert, sie haben jetzt schon Geschichte geschrieben. Es ist allerdings eine Mammutaufgabe, ein Formel 1-Team zu leiten und auch dafür zu fahren. Fühlen Sie sich dem gewachsen? Jedes Team braucht bekanntlich 2 Fahrer, aber was genau hat Ihren Teamkollegen für Sie attraktiv gemacht? Niemand landet gerne am unteren Ende der Tabelle. Welches Team würden Sie gerne schlagen? Was glauben Sie, wie der Wagen sich auf der Strecke anfühlen wird? Die anderen Teams haben alle jahrelange Erfahrung. Überholen ist bei diesem Sport sehr wichtig. Und zu guter Letzt... So, mehr Zeit haben wir leider nicht. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, Sie allen wiederzusehen und zu sehen, wie sich dieses neue Team bei seinem ersten Grand Prix schlagen wird. Und Schnitt. Tolles Interview, Boss. Du hast genau auf den Punkt gebracht, woran unser Team gearbeitet hat. Wenn du Zeit hast, solltest du dir den F&E-Baum ansehen, um unseren aktuellen Fortschritt zu überprüfen und nachzusehen, wo es unserer Meinung nach noch Raum für Verbesserungen gibt. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich einen Rundgang im Hauptquartier machen und dir den Zustand des Teams ansehen. Hier kannst du unsere Einrichtungen begutachten und sehen, was sie bewirken. Du kannst auch Firmengelder in diese Einrichtungen investieren, um sie zu verbessern. Es ist wichtig, dass die Zeit zwischen den Rennen optimal genutzt wird. Und genau darum geht es hier. Mit einer effizienten Zeiteinteilung kannst du die Leistung des Teams maximieren. Ich bin auf Platz 11 der Konstrukteurs.
PM. Und Fahrerrangliste auf Platz. Keine Ahnung. Egal. So. Ach, Pfarrer. Heute wird mein Auto präsentiert. Spulen wir mal vor am 12. Hey Boss, ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Okay. So, das war's auch vom 2. von der 2. Folge von My Team Modus F1 2020. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns. Ciao.